So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind zurück beim großen Samyang Noodle Taste, der große Samyang Ramen, ja, diese bekannten koreanischen Asia-Bratnudeln. Da haben wir ein richtig fettes Paket bekommen. Ich habe so Kopfschmerzen, mir ist total schlecht, alles ist total, wow, aber ich muss trotzdem das heute drehen, denn ich muss das ja am Montag hochladen. Morgen ist der 12-Stunden-Stream mit Thomas, da drehe ich schon komplett durch, deswegen freue ich mich ganz besonders jetzt, euch nochmal das Paket zu zeigen. Die großen Samyang-Nudel-Tests jeden Montag, bis wir alle 10 Sorten durch haben. Wir haben angefangen letztens. Seht ihr das nochmal? Das sieht einfach richtig schön bunt aus, oder? Wir haben letztens angefangen mit dem Bulldog Cheese. Danach hatten wir das Bulldog Carbonara. Dann hatten wir Bulldog Curry. Und in der letzten Folge gab es das Bulldog Light. Ich kenne mich nicht richtig aus, da ist noch eine schwarze Packung drin. Man könnte jetzt denken, dass das Schwarze das ganz Normale ist. Das Light ist eben das Normale, nur mit weniger Kalorien und weniger scharf. Und dass das Rote, das Too Spicy, eben das Normale ist, nur doppelt so scharf. So würde das alles Sinn ergeben. Ich traue mich heute aber mal an. Was nehmen wir denn? Wir haben, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Aber hier sehe ich schon Tomato Pasta. Das heißt, ich nehme die eine Sorte mal raus. Wir packen die mal hier runter. Und haben Samyang Bulldog Tomato Pasta. Auch natürlich wieder Hot Chicken Flavor. Das liegt ja bei jedem drauf. Nur extra jetzt mit Tomatengeschmack. Tomatenpasta. Also, Hoshi steht hier auch. Ist wieder mal ein süßes Bild drauf. Wieder mal so eine kleine. Ein Chicken, ja. Es ist ja alles Chicken, also ist da auch Chicken. Bin mal gespannt. Bisher immer noch mein Favorit ist eben Cheese gewesen. Curry war in Ordnung. Aber auf Platz 2 fand ich trotzdem die Light-Version. Auf Platz 3 Curry, auf Platz 4 Carbonara. Obwohl Carbonara am meisten reinhaut bei den Leuten. Jetzt haben wir hier, wenn wir das mal alles rauspacken, haben wir einmal wieder das Nudelnetz, ja. Das sieht wieder kräftig und dick aus. Beim letzten war das irgendwie rund. Warum auch immer das rund war. Und wir haben wieder ein Beutel Soße, Tomato Pasta und einmal Powder, also Puder. Die Nudeln werden wir jetzt mal warm machen, werden das dann mal aufmachen. Das müsste normal also auch wieder scharf sein, richtig fett scharf, aber eben diesmal einen Tomatengeschmack mit dabei haben. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Nudeln mit Tomatensoße, warum nicht? Aber ich glaube, Cheese ist und bleibt einfach der König der Samyang-Nudelprodukte. Trotzdem, habt ihr schon mal Tomato Pasta probiert? Tomato Pasta, ja, nein, schreibt sie in die Kommentare von Samyang. Grüße gehen an Jojo raus an der Stelle. Der isst ja auch immer solche Nudeln oder findet die richtig genial. Jetzt mache ich die aber erstmal warm. Wir melden uns gleich zurück. So, die Nudeln sind also fertig. Hier auf dem Teller drauf. Die dampfen auch wieder ordentlich. Sehen ganz gut aus. Es hat die ganze Zeit nur ein bisschen komisch gerochen, als ich die warm gemacht habe. Ich weiß nicht, ob irgendwas auf dem Ofen war. Ob irgendwo vielleicht falsche Herdplatte an, hinten alles explodiert, vorne gar nichts getan. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, ich muss das aber nochmal in die Kamera halten, weil ich das noch gar nicht gemacht habe für Thumbnail, dass hier die Tomato Pasto da ist. Wir haben uns wieder eine Schere genommen, wollen jetzt erstmal die Soße da drauf packen. Normalerweise müsste das ja auch alles ohne Schere immer aufgehen. Hier, das sieht sogar fast gut aus. Ich muss nur gucken, wo ich es hinlege, weil den Beutel muss ich aufheben. Jetzt können wir das nämlich rumdrehen, hier drauf schweinzen. Das ist auf jeden Fall wieder dick, aber im Gegensatz zu dem Curry trotzdem nicht so sämig. Richtig schön tief schwarz, wie das am Anfang immer bei den anderen ganzen Samyang-Packungen waren. Erinnert mich jetzt schon an die Too Spicy-Variante. Aber beim Curry, das war ja wirklich einfach nur wie Pflaumenmus, den du da drauf geknallt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
ich blick nicht durch. Wo ist der Unterschied? Ich finde dazu auch immer nichts. Genau, dass du sagen kannst, der Typ hat das und wie die Schärfe gerade eingeordnet sind und wodurch Too Spicy kommt, ob da einfach nur die doppelte Menge an Soße drin ist oder ob da halt die Soße doppelt so scharf ist. Jedes Mal das kleine Päckchen ist noch interessant, wo ich mich frage, was da drin sein soll. Tomatenstückchen? Wohl eher nicht. Wir machen das auf, sonst ist da immer Sesam, Algen, sowas drin. Und hier habt ihr diesmal Pulver mit. Riecht, ja, es riecht ein bisschen tomatig. Riecht wie Miracoli, wenn ihr euch da irgendwas drauf macht. Jetzt haben wir uns den ganzen Humpen hier hin. Komisches Tomatenkäsepulver mit Kräuterchen dabei. Bin ich mal gespannt, ob Pupsi das auch probieren kann. Weil Tomate isst sie gar nicht. Tomate kann sie nicht. Ich glaube, sie ist allergisch gegen Tomaten. Ich weiß es nicht. Sie sagt immer nur, mag sie nicht. Macht sie runter, vielleicht ist das halt was anderes. Wir schmieren das jetzt hier alles mal breit. So, einmal links, einmal rechts, einmal hier drüber. Sieht auf jeden Fall immer gefährlicher aus, aber wir müssen es noch ganz rum machen. Es dampft auch wie verrückt. Und ihr wisst, je heißer es ist, desto schärfer ist es auch. Ich merke nur heute trotzdem, irgendwie bin ich komplett down. Ich bin so fertig mit der Welt heute, obwohl heute gar nichts war. Heute ist Freitag gewesen, heute war der freie Tag. Beziehungsweise wir waren in Zellameles essen. Das war so gut, das war so lecker. Leider durfte ich nicht filmen, von Pupsi aus. Aber sie hat gesagt, wenn wir das nächste Mal da sind, dann darf ich filmen. Und da haben sie so richtig fette, krasse Schnitzel gehabt und Schnitzelgerichte. Und so viele Dinge, die ich gerne noch probiert hätte, ist aber immer ein bisschen weit weg. Da muss es uns aber auch nochmal hin verschlagen. So, jetzt haben wir das alles schön rumgemacht und guckt euch das an. Sieht das nicht herrlich aus? So muss ein Nudelteller aussehen mit Ramen, Nudeln. Die streichen wir jetzt hier ab, packen uns mal hier hinten, halt wie da die Soße dran klebt. Ich hasse immer so 5-Minuten-Terrinen, wo du nur so lauter Brühe drin hast und 2-3 Nudeln. Und ich liebe diese Samyang-Nudeln, dass du richtig was in der Schnauze hast. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß immer nur nicht, wie ich das essen soll, weil ich mich immer komplett vollsau. Riecht wie ein bisschen wie Miracoli. Ja, die wühlt schon wieder rum. Wir hauen uns jetzt mal die Gabel rein, gucken mal, ob das wirklich so scharf ist. Oder ob das eine mildere Sorte ist. Okay, eigentlich wollte ich ja sagen, boah, ich glaube, die sind ultra mild, du merkst gar nichts von der Schärfe, aber hast so einen richtig schönen tomatigen, fruchtig-tomatigen Geschmack. Und jetzt kommt da so ein Feuerball hinterher, der einfach mega scharf ist, aber trotzdem wieder ein interessanter Geschmack. Also du merkst deutlich die Unterschiede zwischen den Cheese, zwischen den Curry. Du kannst nicht sagen, ja komm, die Schärfe überwiegt. Deswegen ist es komplett egal, welche Sorte du isst. Es schmeckt eh alles gleich, weil es nur scharf ist, aber nein. Du hast einfach einen richtig genialen Geschmack. Und das muss Pupsi unbedingt trotzdem auch mal probieren. Ich habe mir jetzt mal eine zweite Gabel rein. Ich habe so einen Speichelfluss von einer Gabel nur gerade. Das ist unglaublich. Das hatte ich beim letzten Mal nicht. Ich glaube, Cheese war auch nicht so. Also irgendwie wirkt die Tomate gerade, als wäre die viel heftiger als Too Spicy und alles andere. Aber ich finde, das kommt versteckt, komplett. Auch jetzt so aus. Du haust dir diese Gabel rein und du merkst nichts, gar nichts. Du hast nur diesen fruchtigen Tomatengeschmack. Und dann, nachdem alles runtergeschluckt ist,
Da kommt ja da ein richtig. Da kommt in den Mock hoch, Alter. Da, ich verstehe das nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Ah, noch ein Häufchen zurecht. Ich muss aber auch für Pupsi noch was da lassen. Hm. Und gucken, ob es auch ein drittes Mal so geht. Oder ob wir uns langsam dran gewöhnen. Roter Lippenstift ist auf jeden Fall wieder da. Seht, das waren jetzt 3 Gabeln. Das ist im Prinzip eine vierte, eine fünfte Gabel. 5 Gabeln. Mehr ist so eine Portion leider nicht, aber das ist ein Geschmackserlebnis, was seinesgleichen sucht. Ich muss auch gerade nicht husten. Das ist auch auf jeden Fall gut. Die Nase läuft trotzdem. Oh man. Unglaublich. Ich glaube, die muss ich mir mal aufschreiben wieder. Und die muss ich auch auf die Wunschliste irgendwie mit draufpacken. Ja, wenn es die überhaupt im Fünferpack gibt. Egal, die Stimme geht schon weg. Finde ich übelst genial. Also Jojo, wenn du die nicht kennst, probier mal die Tomatendinger. Finde ich richtig stark. Jetzt zu Pupsi, jetzt lasse ich die mal probieren. Das seht ihr aber leider nicht. Finde ich stark. Wo würde ich es einschätzen? Ich glaube, Käse trotzdem immer noch auf Platz 1. Das mit den Light auf Platz 2. Die teilen sich das ein bisschen. Dann kommt Curry und dann kommt hier Carbonara. Carbonara, da war irgend so ein komisches Gewürz mit dran. Da war leider grünes Zeugs mit bei. Das hat mir nicht so reingepasst, aber der Rest trotzdem auch okay. Muss ja nichts heißen. Viele feiern Carbonara. Ich finde das auf jeden Fall richtig klasse. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Nächste Woche die 6. Sorte. Das war jetzt die 5. 6, 10 Sorten haben wir, beziehungsweise ich glaube, ich habe gesehen, wir haben sogar 11 Sorten. Also, peace out. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.